Hallo und Privet aus Kaliningrad. Es ist noch früh am Morgen, kurz nach 7 Uhr und ausnahmsweise bin ich heute mal nicht im Albatros. Ich habe mal wieder einen Termin wahrgenommen, den ich seit über einem Jahr nicht mehr wahrnehmen konnte. Zahnarzt. Normalerweise gehe ich zweimal im Jahr zur prophylaktischen Zahnpflege, Zahnreinigung. Aber bedingt durch Coronavirus war das jetzt nicht möglich. Aber nun habe ich meine zwei Impfungen und braucht der Zahnarzt keine Angst mehr vor mir zu haben. Ja, ich habe immer, lasse mir immer früh morgens einen Termin geben um 8 Uhr, damit wenigstens der ganze Tag verdorben ist, falls mal irgendwas außergewöhnlich sein sollte. Ja, ich gehe zu einer der bekanntesten Zahnarztkliniken hier in Kaliningrad, Centro Dent. Die haben mehrere Filialen hier in der Stadt, existieren seit vielen, vielen Jahren. Hochmoderne Klinik mit allem Komfort, mit allen technischen Raffinessen ausgestattet, die eben eine Zahnarztklinik braucht. Ja, und wenn Sie wollen, können Sie mich dorthin begleiten. Ich laufe zu Fuß. Vielleicht so eine halbe Stunde und ja, bei der Gelegenheit zeige ich Ihnen noch ein bisschen links und rechts den Weg, den ich ablaufe. Ja, wie gesagt, es ist kurz nach 7 Uhr. Und Kaliningrad zeigt, die Stadt ist Hauptstadt, wenn auch nur Gebietshauptstadt. Verkehr, naja. Und bei der Gelegenheit noch ein bisschen geplaudert, man sieht, wie unterschiedlich die Qualität der Wetterberichte ist. Ich telefoniere ja mindestens zweimal am Tag mit meiner Mutter. Meine Mutter erzählt mir seit 3 Tagen, dass der Wetterbericht schlechtes Wetter ansagt. Und sie bestätigt mir, es war auch schlechtes Wetter. Also Regen, Wind, graue Wolken. In Kaliningrad versprechen unsere Wetterfrösche genau dasselbe. Und seit 3 Tagen betrügen sie uns. Hervorragendes Wetter. Ja, und ich muss mir denn heute noch was einfallen lassen, was ich mit diesem hervorragenden Wetter denn mache. Denn für morgen wird auch wieder schlechtes Wetter angekündigt. Und kann ja sein, dass zufälligerweise mal der Wetterbericht stimmt. Also schauen wir mal. Übrigens, wir laufen jetzt durch die Straße Azurnaya, woher der Name kommt, also die Seestraße oder Teichstraße oder irgendwie sowas, Azurnaya, Seestraße. Woher der Name, die Bezeichnung kommt, keine Ahnung, ich habe nur eine Vermutung, denn wie ich 1995 hierher gekommen bin, bin ich sehr häufig durch diese Straße gelaufen und selbst nach geringstem Regen hat die Straße komplett unter Wasser gestanden. Vielleicht rührt der Name daher, dass halt Kanalisation nicht gearbeitet hat. Alles stand unter Wasser, demzufolge die Seestraße. Lächeln mich alle an, die mir entgegenkommen. Ah ja, angenehm. So, hier drüben haben wir schulische Einrichtung. Das ist ja, wie soll ich das bezeichnen, Schule, Fachschule für die Ausbildung von zivilen
Seeleuten. Wir haben eine militärische Einrichtung hier, die die militärischen Seeleute, Matrosen ausbildet. Und hier haben wir das zivile Gegenstück dazu. Kaliningrad ist ja Fischfangflotte relativ bekannt. Ja, und von hierher kommen dann die Spezialisten. Eine sehr große Einrichtung. Frühmorgens, noch eine halbe Stunde später, alles voll hier mit Studenten. Und waren hier natürlich weitsichtige Leute, die haben gleich gegenüber von der Schule so einen Schnellimbiss eingerichtet. Die machen natürlich das Geschäft ihres Lebens. Ja. Und das hier hinter mir ist das Zentraloffice für die Kaliningrader Müllabfuhr. Wir haben ja jahrelang an sich Problem gehabt mit der, überhaupt mit der Müllentsorgung. Und was aus der Stadt entsorgt wurde, das wurde irgendwo in Wäldern im Kaliningrader Umfeld entsorgt wieder. Seit drei Jahren, vor drei Jahren glaube ich, begann die Reform, wo für jede Stadt ein einziger Abfallentsorger, Operator benannt wurde und Schritt für Schritt wird jetzt dieses System aufgebaut. Es funktioniert noch nicht ideal, nicht so wie in Deutschland. Ich sage es mal so, wenn ich in Deutschland bin und meine Mutter besuche, dann sehe ich, dass man die Uhr danach stellen kann, wie der Müllwagen kommt. Das kann man hier nicht. Hier kann man nur in etwa den Tag erahnen. Ist es Sonntag oder ist es schon Montag, wenn der Müllwagen vor der Tür steht? Ja, es ist so. Also Sie merken sicherlich, ich habe ein großes Mitteilungsbedürfnis. Ich schwatze über alles Mögliche. Aber einerseits das fantastische Wetter. Frühmorgens der Morgenspaziergang. Und die Freiheiten, die wir jetzt wieder haben. Ich mit meinen beiden Spritzen, die ich habe, wo ich an sich selber schon ein bisschen mich beruhigt in die Öffentlichkeit geben kann. Ja, und alles das, so wie es sich jetzt hier entwickelt, auch Coronavirus-mäßig, ja, das stimuliert dann natürlich irgendwie. Und möchte gerne die gute Laune, den Optimismus ein bisschen rüberbringen. Wir haben weiterhin stark fallende Zahlen in Kaliningrad. Zum Glück sogar die Sterbefälle in den letzten Tagen. Immer eine Person, zwei Personen, ich weiß, es ist immer noch viel. Aber im Vergleich zu 5 Todesfällen am Tag ist das doch schon ein sehr deutlicher Fortschritt. Und auch die Krankheitszahlen liegen jetzt bei uns, die Neuinfektionen, so in den letzten Tagen stabil, so um die 50, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Und unser Gouverneur Anton Anichanow hat öffentlich darüber nachgedacht, wenn alles so bleibt, wenn alles so in der Richtung sich weiterentwickelt, können wir vielleicht in einem Monat das Maskenregime, also die Maskenpflicht, aufheben. Okay, die Maskenpflicht, muss ich ehrlich sagen, wird in Kaliningrad nicht so negativ wahrgenommen, wie wahrscheinlich in Deutschland. Und deshalb, mich stört es nicht weiter. Ich habe meine Maske auch immer dabei. Oh. Naja, aber wir sind auf einem guten Weg.
hinter mir das Restaurant spezialisiertes Restaurant für den können Sie Pelmeni essen und Mantee essen und so weiter. Also ich würde sagen, ein typisch russisches Restaurant. Wenn Sie also wieder mal in Kaliningrad sind, lohnt es sich hierher zu gehen. Die Atmosphäre ist gemütlich, ist soweit in Ordnung. Ich war mehrere Male gewesen. Vor allen Dingen, die haben erstens werden die Pelmenis vor ihren Augen zubereitet. Oben ist eine große Anzeige, wie viele Millionen von Pelmenis sie schon mit der Hand massiert haben. Und sie werden feststellen, in welcher unglaublichen Vielfalt man Pelmeni herstellen und anbieten kann. So, jetzt sind wir schon auf der Gorki-Straße und versuchen, das grüne Licht an der Ampel zu nutzen, um den Überweg zu benutzen. Das historische Gebäude, was Sie eben gerade gesehen haben, als ich über den Fußweg gegangen bin, ist der Kunstschule in Kaliningrad. Also werden Leute ausgebildet im Zeichnen, Musizieren und so weiter. So, bin jetzt abgebogen in die Ulica Sibiriakova. An sich eine kleine Straße, aber eine sehr bekannte Straße. Bekannt deshalb, weil sich die Kaliningrader Gaswerke befinden. Also nicht die, die das Gas liefern. Gas wird geliefert nach Kaliningrad von Gazprom, logisch. Aber das sind diejenigen, die praktisch die gesamten technischen Einrichtungen für die gesamten technischen Einrichtungen verantwortlich zeichnen. Wer also einen Gasanschluss haben will, muss dorthin. Wer Gas-Service-Verträge abschließen will, sonst irgendwie was, muss dorthin. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, schlimm, ganz schlimm, also Schlange stehen und was weiß ich nicht. In der Zwischenzeit alles sehr zivilisiert, alles sehr organisiert. Vieles wird elektronisch gemacht, per Internet und so weiter. Es hat sich unwahrscheinlich viel getan in Kaliningrad. Hier noch eine der Sparfilialen. Das Gebäude hat auch eine lebhafte Geschichte hinter sich, verschiedenste Zweckbestimmungen. Aber nun schon seit einigen Jahren Sparfiliale. So, wie gesagt, hier Kaliningrad Gasifikatia. Kaliningrad Gasifizierung. Ja, und logisch, dass da noch gleich nebenan eine Gastankstelle ist. Das Gebäude, was ich Ihnen eben gezeigt habe, ist eine Tierklinik. Existiert auch schon ziemlich lange. Und diejenigen, die meinen Kanal nun schon längere Zeit verfolgen, werden jetzt wissen, wo wir sind.
ja, am Eisenbahnübergang Ulica Narvskaja. Da, wo ich immer gerne stehe und die Züge aufnehme, wie sie pfeifend hier vorbeifahren. So, und jetzt sind es nur noch wenige Schritte bis zur Zahnarztklinik. Hier hinter mir das Gebäude von einer der vielen Kaliningrader Feuerwehrstationen, die hier für den Leningradski Rajon zuständig sind, für den Fall, dass es mal brennt. Brennen tut es ab und zu mal in Kaliningrad, aber große, wirklich gefährliche Feuer haben wir äußerst selten. Hier das Gebäude, was Sie eben gerade gesehen haben, hinter mir der Neubau, auch sehr schnell hochgezogen. Ich erinnere mich, was das jahrelang für eine Ecke war. Ja, es ändert sich viel in Kaliningrad. Es wird gebaut, gebaut, gebaut und es wird alles verkauft. Trotzdem hier die Realeinkommen der Russen rückläufig sein sollen. Obwohl es, was weiß ich, 10% oder weiß ich wie viel Prozent in der Zwischenzeit in bitterer Armut leben sollen. Ich versuche immer die Armen in Kaliningrad zu finden. Ich finde sie nicht. Selbst diejenigen, die mit mir in der Sauna sitzen und über die bittere Armut sprechen, insbesondere der Rentner, frage ich mich, wie sich ein Rentner, der in bitterer Armut lebt, ein Ticket für einen Fitnessclub leisten kann. Naja, Russland kann man eben mit dem normalen Verstand nicht verstehen. An Russland muss man einfach nur glauben. So, nun sind wir da. So, das war's nun. Halbe Stunde habe ich auf dem Stuhl gesessen, fast schmerzfrei, und habe dafür 6.700 Rubel bezahlt. Ich schreibe das unten rein, wie viel das in Euro ist. Ja, das war's aus dem sonnigen Kaliningrad.
wenn es für Sie interessant war, vergessen Sie nicht, den Daumen hoch zu zeigen, wenn Sie mit mir mitgefühlt haben auch. Ja. Und wenn Sie Lust haben, können Sie auch halt Sponsor auftreten für meinen nächsten Zahnarztbesuch. Okay, das war's. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.